Unser Fokus liegt auf politischer Bildung im ländlichen Raum und vor allem auf den deutsch-polnischen Austausch und auf die Kooperation in der Grenzregion. Als Leiter von Schloss Trebnitz habe ich mich immer bemüht, dass wir hier diese alte Schlossanlage zu einem Campus für Zivilgesellschaft entwickeln. Wir haben eine Jugendbildungsstätte, eine Erwachsenenbildungsstätte hier, eine Kunststiftung, die Gustav-Seitz-Stiftung. Wir haben ein internationales Archiv für Heil- und Sonderpädagogik. Wir haben den Kreiskinder- und Jugendring Märkisch-Oderland hier und wir haben die Dorfbewegung Brandenburg. Jedes Jahr treffen sich tausende junge Menschen aus Deutschland und aus Polen für eine Woche und erleben hier politische Bildung, kulturelle Bildung, einen Austausch. Die arbeiten zusammen in Workshops, in Filmworkshops, Musikworkshops, beschäftigen sich mit Europa, mit dem Umweltschutz und mit ganz vielen Themen oder eben arbeiten ganz konkret an Vorhaben, die das Leben für die Jugendlichen im ländlichen Raum besser machen. Ich bin Bildungsreferentin hier in der Bildungsstätte Schloss Trebnitz. Meine Aufgabe ist es, Projekte zu konzipieren, die spannend sind für die Brandenburgerinnen und Brandenburger. Ich stehe immer wieder vor der Frage, was interessiert die Menschen, was bewegt die Menschen, zu welchen Themen haben sie Fragen, was könnte man Spannendes ihnen anbieten. Ich bin Sozialwissenschaftler und bin hier in der Bildungsstätte für den Bereich Klimabildung und Klimakommunikation zuständig. Wir entwickeln Bildungsformate im Bereich der Klimakommunikation. Also im letzten Jahr haben wir uns sehr, sehr viel mit dem Bereich der erneuerbaren Energien beschäftigt. Wir richten uns mit unseren Angeboten an Menschen in den ländlichen Regionen, an Menschen, die in politischen Haupt- und Ehrenämtern unterwegs sind, die in Verwaltung arbeiten oder sich einfach auch nur für dieses Thema interessieren, weil es ein wichtiges Thema ist, was gerade viele Debatten in unserer Region hervorruft. Meine Motivation, mich in dem Verein zu engagieren, ist, dass wir immer ein positives Feedback bekommen haben für das, was wir tun. Wir haben bislang gute Ergebnisse erzielt und das motiviert mich, weiterzumachen.